this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie der Give Car to Friends Glitch funktioniert. Ihr benötigt dafür die mobile Kommandozentrale, den Oppressor MK2. Bei der Kommandozentrale bei Position 3 braucht man das Lager für das persönliche Fahrzeug. Ihr braucht auf jeden Fall Wegwerfautos, wo ihr die einlagert, ist egal. Für jedes Auto, was man bekommt, muss man ein Auto wegwerfen. Wenn ihr soweit alles habt, trefft ihr euch mit eurem Freund irgendwo, ist egal. Ich habe mich jetzt mal auf dem Casino-Parkplatz getroffen, weil hier auch viele Autos stehen, weil später braucht man auch ein Auto. Mein MOC steht da hinten und der meines Freundes steht hinten und das Auto, das ich von ihm bekomme, muss neben seiner mobilen Kommandozentrale stehen. So, Schritt 1, man ruft den Mechaniker an und bestellt sich seinen Oppressor. Ganz wichtig auch zu beachten, euer Freund braucht auch ein Lager in der mobilen Kommandozentrale. Und die muss auch leer sein, wenn ihr den Glitch macht. Es sollte nur das Auto neben der mobilen Kommandozentrale stehen, was ihr auch bekommt dann. Wenn euer Oppressor da ist, dann fahrt ihn bei euch ins MOC. Und dann geht ihr zu Fuß einfach wieder raus. Euer Freund muss in der Nähe von eurem MOC stehen. Der Freund muss dann in das Menü gehen, wo man in den Story-Modus wechseln kann und auf Franklin drauf gehen. Und er muss dann in diese Meldung kommen. Und während der Freund dann in dieser Meldung drin ist, geht ihr rein und tretet ein mit Freunden und Crew in der Nähe. Einfach den Oppressor schnappen und dann wieder rausgehen. Euer Freund kann jetzt aus dem Menü wieder rausgehen und sich schon mal in die Nähe seines MOC stellen. Und ihr schnappt euch jetzt ein beliebiges Fahrzeug. Es ist auch egal, was für ein Fahrzeug man nimmt, ob groß oder klein. Wenn man das Fahrzeug jetzt hat, stellt man es vor den MOC. Gut in der Mitte platzieren. Jetzt müsst ihr mit dem Oppressor und aufs Dach von dem Auto fahren, was vor eurem MOC steht. Sobald ihr auf dem Dach drauf seid, müsst ihr die Taste drücken, um in den MOC einsteigen zu können. Und kurz danach die Taste, um Gas zu geben. Dann müsstet ihr wie ich vor dem MOC stehen und euer Oppressor nicht mehr fahren können, dann steigt ihr einfach ab. Jetzt müsst ihr ins Interaktionsmenü gehen und euer persönliches Fahrzeug wieder einlagern. Wenn euer Oppressor dann wieder eingelagert ist, ruft ihr den Mechaniker an und bestellt euch eins von euren Wegwerfautos. Das Auto, was ihr jetzt holt, in dieser Garage ist dann euer Oppressor wieder. Wenn euer Wegwerfauto angekommen ist und es man auf der Map sieht,
Dann steigt ihr in das Auto, was ihr von eurem Freund bekommt. Dann muss euer Freund in sein MOC gehen und eintreten mit nahen Freunden und Crew, während ihr im Auto sitzt. Dann sollte genau das passieren. Ihr seid dann mit dem Deluxo in eurer Kommandozentrale drin. Ihr könnt da jetzt auch nicht mehr rauslaufen. Ihr hängt sozusagen im MOC drin fest. Jetzt muss euer Freund euch in seine mobile Kommandozentrale einladen. Wenn ihr im MOC des Freundes seid, dann könnt ihr einfach rausgehen wieder. Vor mir steht jetzt der Deluxo von meinem Freund. Ihr müsst dann einfach wieder in euren MOC gehen. Hier drin steht jetzt euer Deluxo. Jetzt habe ich meinen Deluxo und der von meinem Freund ist auch immer noch da. Das Fahrzeug könnt ihr in eure Garage fahren, um es abzuspeichern. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.